So, ich packe jetzt meine Sachen ein. Ich habe heute zwei AGs, Grundrechte und Schuldrecht. Okay. Guten Morgen, ich hoffe, euch geht's gut und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Heute beginnt meine erste Uniwoche im zweiten Semester. Ich glaube, die Leute wundern sich, dass ich in meinem Auto mit meiner Kamera rede. Whatever. Oh, stehe ich ein bisschen schräg? Ich bin ziemlich hyped aufs zweite Semester, da ich ziemlich coole Fächer mache. Ich habe zum einen Grundrechte, dann habe ich Schuldrecht BT und Strafrecht AT2. Und am Ende des Semesters werde ich meine Zwischenprüfung schreiben. An der Humboldt-Uni ist es ein bisschen anders. Da ist es so, man muss für die Zwischenprüfung genau diese eine Klausur am Ende des Semesters schaffen. Und dann hat man auch schon seine Zwischenprüfung. Das heißt, die Klausuren am Ende des Semesters sind wirklich wichtig für mich und ich muss mich jetzt gut konzentrieren und gut lernen, um das alles zu können. Heute ist der erste Tag, es ist jetzt gerade 7 Uhr. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, weil ich am Wochenende noch unterwegs war bei einem Event, also geschäftlich, bei so einem Content Creator Event. Muss aber heute so früh in die Uni, weil um 8 Uhr schon meine erste AG beginnt und ich immer relativ lange zur Uni brauche. Aber erstmal muss ich gucken, ob ich jetzt hier schief stehe. Ich habe normalerweise auch immer meinen Rucksack dabei, meinen durchsichtigen, aber heute habe ich diese Tasche mit und ich glaube, diese Henkel werden einfach reißen. Allein, weil ich halt schon mein BGB und mein Grundgesetz dabei habe. So, mein erster Unitag ist jetzt vorbei. Ich muss ein bisschen aufpassen hier mit der Straße. Ich hatte ja heute zwei AGs, eine Vorlesung, die waren auch alle sehr gut, also ich bin zufrieden damit. War nette Dozenten, war verständlich erklärt, gute Folien. Also ich denke, zu diesen Veranstaltungen werde ich auch weiterhin hingehen. Muss ich meine Bahn noch nach Hause bekommen? Ich habe ja so ein bisschen einen anstrengenden Weg mit Bahn und Auto. Das hier ist übrigens meine Karteikartenbox und hier sind die Karteikarten für dieses Semester. Ich habe so vorgefertigte und ich werde jetzt erstmal die Karteikarten durchgehen von Dingen, die ich heute jetzt schon gelernt habe in der Vorlesung einfach. Guten Morgen, heute ist der zweite Tag in meiner ersten Uniwoche. Ich gehe heute wieder zu einer Öffrecht-Vorlesung, Grundrechte. Danach wahrscheinlich noch in die Bibliothek, um ein paar Sachen nachzuarbeiten, vorzubereiten und einfach zu lernen. Ich werde auf jeden Fall mir im Laufe der Woche noch so eine Art Lernplan erstellen und aufteilen, wann ich was lerne. Denn ich finde es immer besser, wenn man sich einen ganzen Plan macht und auch diese flexiblen Lernzeiten, die man hat, sich fest einplanen. Weil sonst führt es oft dazu, dass man noch gar nichts macht, weil man diese Rechenschaft, diese Accountability gar nicht hat. Daher mache ich dann später in der Woche noch so einen Lernplan, damit ich genau weiß, wann ich auch in die Bibliothek gehe zum Lernen, wann ich zu Hause lerne und so weiter. Ich sehe jetzt schon fertig aus. Ich hatte heute eine Vorlesung und war dann noch so 4-5 Stunden in der Bibliothek zum Lernen und zum Nachbereiten. Und bin jetzt gerade noch, bevor ich nach Hause gekommen bin, in die Buchhandlung gefahren, weil ich ein Buch bestellt hatte, was jetzt gerade angekommen ist. Das ist dieses hier, Einführung in das juristische Lernen. Das hatte mir eine Freundin empfohlen, Aliana Sophie, falls ihr sie kennt. Sie macht nämlich auch YouTube, hatte damals auch einen Jura-Blog. Ich liebe es hier, mich mit Lernmethoden zu beschäftigen, habe darüber ja auch ein ganzes Buch selbst geschrieben. Also vor allem über das Lernen im Abitur. Und natürlich ist aber das Lernen im Jurastudium nochmal deutlich anders, weswegen ich mich da mehr einlesen möchte und mit diesem Buch jetzt hier mal anfange. Guten
Guten Morgen am Mittwochmorgen. Ich gehörte nicht in die Uni und mache alles von zu Hause. Als allererstes habe ich mir für den Morgen vorgenommen, dass ich dieses Buch jetzt hier mal zu Ende lese. Also ich habe gestern schon knapp 200 Seiten gelesen und lese nochmal jetzt die letzten 200 Seiten. Aber wenn ich das am Anfang mache, wird, glaube ich, alles danach einfacher. Deswegen gibt es Sinn, sich erst mit der Methodik zu beschäftigen. Und danach bin ich wahrscheinlich den ganzen Tag bis abends mit Uni-Sachen beschäftigt. Ich bin jetzt gerade dabei, meine Karteikarten zu sortieren. Also die Themen, die ich gestern gelernt habe, gehe ich jetzt als Karteikarten durch. Ich habe gestern mittelbare Täterschaft gemacht. Ich habe die gerade gesucht, aber ich finde dazu irgendwie nichts. Deswegen werde ich jetzt erstmal gucken, ob es dazu welche gibt. Wenn ich wirklich keine finde, die selbst ergänzen in meinen Notizen von gestern. Und dann gehe ich noch Kaufrecht durch. By the way, es ist echt krass, weil das ist meine erste Vorlesungswoche gerade. Und ich bin aber jetzt schon komplett mit dem Kaufrechtstoff durch. Beziehungsweise, was heißt, ich bin durch? Ich habe mir jetzt schon die ganzen Vorlesungen und das ganze abstrakte Wissen quasi einmal angeeignet, also einmal angehört. Und werde das jetzt einfach Active Recall mäßig mir nochmal wiederholen und dann halt in der Falllösung anwenden. Kleine Lernpause. Ich bin jetzt gerade noch mit Flo draußen. Es nervt mich einfach schon die ganze Zeit, dass meine Nägel nicht gemacht sind, die ganze Zeit in diesem Video. Geburtstag wird ein bisschen gearbeitet. Ich will jetzt zumindest die Fälle für nächste Woche kurz lösen. Also ich mache jetzt gerade den Zivilrechtsfall für die nächste Zivilrecht-AG. Ich denke, es ist jetzt auch nicht so mega lange. Also ich habe noch eine Stunde Zeit und will den jetzt einfach kurz lösen. Ich versuche mir nämlich bei den AG-Fällen auch wirklich Mühe zu geben, weil das die Sache ist, die mir extrem geholfen hat, also Fälle lösen. Und ich bin ja auch ein großer Fan des prüfungsnahen Lernens, also genau so zu lernen, wie auch die Prüfung letztendlich ist. Und Fälle lösen und Gutachten schreiben ist eben genau das, was man im Jurastudium in der Klausur machen muss. Daher, ja, versuche ich immer die Fälle richtig zu lösen. Und ich finde die AG nämlich sogar wichtiger als die Vorlesungen.